wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Leute. Heute geht es wieder zum Rohkost-Potluck. Beim letzten konnte ich ja nicht dabei sein. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es heute wieder losgeht. Ich laufe jetzt erstmal zum Auto, weil mein kleiner Lieblingsmensch heute Morgen mit dem vorangeprescht ist zur Feuerwehr. Deswegen laufe ich jetzt da einmal zum Park. Und in meinem Rucksack klappert das Zeug, was ich mitgenommen habe. Und zwar gibt es einen Rote-Beete-Karotten-Saft, den frisch gepressten, gestreckt mit Wasser. Sieht schön giftig aus, großartig. Dann einen Salat aus Grünkohl, Brokkoli, Blumenkohl, Tomate, Gurken. Was habe ich noch drin? Rucola, genau. Und zum Dressing habe ich heute ein Senf-Agaven-Dicksaft gemacht, weil ich unbedingt bei Raw Balance den neuen Agaven-Dicksaft in der Glasflasche bestellen will. Nee, also ja auch, aber eigentlich wollte ich gerne das einfach mal ausprobieren als Alternative zu einem Honigsenf-Dressing. Und da dachte ich, das ist doch eigentlich gar keine schlechte Alternative. So, ich hoffe, dass ihr mich hier irgendwie auch ganz gut seht, weil ich ja jetzt das erste Mal mit meiner Q-Box unterwegs bin und hoffe, dass der Ton auch gut funktioniert und würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn ich im Agrapark bin. Macht's gut, ihr Lieben. Bis ganz gleich. Tschüssi. Das sind ganz schlichte Gurken. Die sind gar nicht so schlicht, weil die sind aus dem Garten und selbst geerntet. Oh, okay. Gartengurken, das ist natürlich top. Das ist ein Auberginensalat mit gedörrten Auberginen. Tschüssi, weiß ich. Und was noch? Ja. Und vielen Wildkräutern. Ach so, vielen Wildkräutern. Ja, cool. Ja. Sachen drin, wo ich nicht mal den Namen weiß. Okay, ja, wir essen es einfach, wenn wir sehen. Aber Pilze sind nicht drin oder so, ne? Pilz, einfach reingekriegt. Was? Pilze sind nicht drin. Nein, das sind wirklich Auberginen und Kräuter, das war's. Okay. Dann haben wir hier eine Obstplatte. Ananas sehe ich, Äpfel, Rosinen und Bananen. Genau. Weiter. Und hat irgendjemand aromatisiertes Wasser mit? Was sind das für Pilze? Rosenwasser. Okay. Und hier hat jemand ein tolles Dessert mitgebracht. Was ist das? Früchtekäse mit Flussanteil. Und verschiedenen Cashewkerne und verschiedenen Beeren. Oh toll. Mit schönen Gläsern. Super. Und hier haben wir auch so kleine wie Tütchen mit Beeren. Verschiedenen Beeren. Wer hat das gemacht? Was ist das? Der Teig ist aus Mandeln und Datteln und gesüßt mit Vanilleschote, Zimt und Muskat. Und als Füllung so Chia-Marmelade, Chiasamen und gerührten Erdbeeren und als Topping. Boah, das hört sich gut an. Ich schätze mal, das ist auch sehr viel zu gut, um so weit wegzustehen von mir. Mit Walnüssen und die Füllung ist mit Cashewnüssen und Bananen, püriert auch alles. Und noch ist es zu kurz. Okay, das hört sich sehr gut an. Und das sind irgendwie so wahrscheinlich so wie Essener Brot, ne? Mein erster Versuch. Oh, erst noch Brot. So gekeimt aus gekeimtem Gewürz. Aus gekeimtem Gewürz. Das klingt sehr gut. Dann haben wir hier einen Gemüsesalat. Paprika, schätze ich. Paprika und Gurken. Die zweite hier sind Tomaten und Zwiebeln. So sieht es aus. Dann Oliven haben wir hier. Das ist Dill. Ist das Dill? Ja, genau. Dann gefüllte Pilze und gefüllte Tomaten mit was ist mit Avocado-Creme. Dann haben wir hier einen Gurkensalat. Das ist Rote-Beete-Salat. Rote-Beete mit Apfel. Hier ist auch noch ein Gemüsesalat. Ist das mit Wirsing? Soll ich dir mal erzählen, was drin ist? Ja. Wirsing, Brokkoli und Blumenkohl und Tomaten und Gurken. Und ein bisschen Rucola. Und Paprika. Und als Dressing habe ich hier daneben einen Agavendicksaft-Senf-Dressing. Oh, die kann sich dann jeder nicht selber ziehen. Ja, genau. Wer möchte. Ich muss auch von Pause machen. Ich weiß nicht. Hat jemand Ja, wir hatten ja das letzte Mal diskutiert, weil man diese Kühe, die oft geht, sogar auf dem Messer mit. Also die Ahnung haben, können das dann. Hast du ein großes Messer mit? Ja, ich habe vier. Okay.
okay. Ich, hier Milch, wir können oben Kokosnüsse aufmachen. Ja, jetzt ist los. Ich habe nämlich auch noch viele Kokosnüsse, habe nicht mitgenommen, weil die Marianne wollte das eigentlich wissen. Ja. Und die war heute nicht da, deswegen habe ich nämlich nicht mitgebracht. Aber ich hatte nur diese normalen schwarzen, die weißen wüsste ich selber gar nicht. Ich kann nur die schwarzen essen. Also wir können oben aufmachen. Ja. Also hier ist Brokkoli. Hier ist so eine Art Dip. Das ist ein Dip, eigentlich ein Aufstrich. Ein Paprika-Aufstrich mit Mandel und Mandelmus ist drin und Paprika, Knoblauch und jede Menge Gewürzchen. Dazu gekommen. Hier ist noch Platz. Dazugekommen sind jetzt noch Gurken, Paprika, Kohlrabi-Stücke. Das sind Leinsamen-Cracker mit Chia. Mit Chiasamen, genau. Das ist nochmal. So, es kamen noch ein paar Teilnehmer des Potlucks nachträglich und jetzt gibt es Cataloni. Cannelloni. Ach, Cannelloni. Ich kenne das gar nicht. Oh je. Ich kenne das auch nicht. Kein Aber es ist so mit Zucchini. Das kennst du schon. Genau. Und da ist mit irgendeiner Füllung. Mit einer Füllung drin. Dann ist hier was Süßes. Was Süßes? Mit Kokos? Das ist ein Igel und das ist eine Kokos-Karob und Kokos-Ölmischung. Kokosraspel. Und hier das ist Kohlrabi mit Pasta mit Tomaten. Cashewcreme. Oh, ich glaube, packen wir gleich. Möhre? Paprika und Möhre. Paprika und Möhre. Ja, und irgendwas. Ein geheimer Also aus Reis, quasi Crepe aus Reis mit einer gefüllten Schokocreme. Gleich mal ja. Zwei Linsensorten, zwei Reissorten. Und Beeren. Also ich habe mir jetzt schon den Bauch vollgeschlagen mit ganz vielen Leckereien. Im Hintergrund wuseln noch die ganzen Leute rum und alles noch gefuttert. Es kommen immer noch Leute nach, da muss man wieder was Neues probieren. Irgendwie gar nicht mehr vor lauter Leckereien aus den Augen gucken. Die Sonne kommt gerade raus, es ist unglaublich schön, obwohl sie heute unglaublichen Wind angesagt haben. Es ist doch schön und warm und toll und ich genieße jetzt noch ein bisschen die Sonne. Und dann geht es schon wieder nach Hause. Das nächste Interview für unsere Glutenfrei-Challenge, die im Oktober laufen wird, steht an. Und da muss ich heute leider ein bisschen auf die Uhr gucken, kann nicht bis zum Ende bleiben. Deswegen sage ich jetzt mal ciao, ciao und bis bald. Ich nehme euch dann auch wieder mit bis zum nächsten Rohkost-Potluck. Ciao, eure Sophia. Was wir natürlich total vergessen haben, euch zu filmen, ich habe ja bei der Silke beim Gewinnspiel mitgemacht und tatsächlich gewonnen. Und was ich gewonnen habe, seht ihr hier. Und zwar habe ich zwei ganz große Packen, also 2 Kilo keimfähige Süßlupine gewonnen. Großartig. Zweimal, also 500 Gramm Chiasamen und 2 Livebar Riegel. Ganz großartig. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Was ich daraus gemacht habe, ich freue mich schon sehr auf die Süßlupine. Ich werde sie auf jeden Fall ankeimen und mal kosten, wie das so schmeckt und dann euch natürlich berichten. So, das war's für den heutigen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Mal nehme ich euch wieder mit und sage mal Tschüss und bis ganz bald. Euer Küchenfaultier.